Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu The Crew 2 mit mir und den Audi. Ja, ich weiß, wir fahren jetzt die ganze Zeit immer Audi, 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 aber ich habe den irgendwie schön gemacht. Ja, beim letzten Mal ein bisschen Tuning und... Was ist denn hier? Heute werden wir mal schauen, was das hier zu sagen hat. Wir haben auf jeden Fall... Gibt es hier wieder ein paar Errungenschaften. Aber nicht weit von hier, ich muss das mal aufmachen, ist hier eine Markierung. Und da werden wir hinfahren. Oh. Toll. Gut, war nicht so toll. Das machen wir gleich nochmal. Hui! Jetzt werden wir mal richtig weit springen. Entschuldigung. Ah, der fährt sich schon richtig gut jetzt. Weiter, komm, komm, komm. Geil! Okay, pass mal auf, hier fährt irgend so ein Maximus hier rum. Hier fährt er die ganze Zeit ein Maximus rum. Was ist denn das? Tempo. Was macht denn der hier? Ist das ein Bug oder was? Hier rum, zack! Kommt da lang gefahren. Okay, Details. Ah, ist das hier irgendwie Rekordfahrt irgendwie? Wir schauen mal. Wir fahren mal hier zurück. Keine Ahnung, was das bedeuten hat. Aber wir fahren erstmal auf dem East River lang. Nö, hier gibt's weiter nichts. Oh, das ist bei Laterne abgefallen. So, wir schauen mal, wir fahren erstmal. Ach, das sieht geil aus. Alles, was grün ist, haben wir schon gemacht. Alles, was blau ist, haben wir noch nicht gemacht, oder wie? Komm, wir gucken mal auf die Karte. Persönlicher Highspeed. Aha, aha, aha. Das ist ja cool. Überall. Also, hier haben wir noch ein paar gelbe. Sprung. Hier müssen wir auch wahrscheinlich. Wassersprung. Ach so, gut, alles klärchen. Alles klar. Hier haben wir auch noch ein paar Sachen. Das sind diese kleinen Nebenaufgaben. Gut, alles am Board hier. Ich würde sagen, wir spielen, setzen hier erstmal mal... Oh, wollte ich gar nicht. Ich wollte da noch gar nicht hin. Hört zu, Leute. Gut, alles klar. Ich suche einen Fahrer. Wenn ihr was drauf habt im Wasser und in der Luft und hinterm Steuer, um Letzteres kümmern wir uns später, dann seid ihr vielleicht die Richtigen für mein Team. Ja, alles klar. Unterbietet die angegebene Zeit und ihr seid dabei. Versagt und nun, ich bin sicher, jemand anderes springt für euch ein. Okay. Alexis Kendrick Racing gibt sich nur mit Siegern ab. Nur mit Siegern? Ich bin Alexis. Ich weiß das. Okay. Wollen wir hier ein paar Fotos hier machen, ja. So. Oh, wir fahren heute endlich mal ein Boot. Jaguar. Geiles Boot. Sieht ja hübsch aus. Hau ab, Boot. Ah, ey, das sieht
Ui. Richtig nice aus. Da vorne ist New York. Das ist schon echt eine Augenweide. Also, guckt euch das Wasser an, wie es da hinten da so rauskommt. Da sieht schon... Klar, es ist viel Klamauk hier, ein bisschen rumdüsen und da rüberspringen. Muss man mögen, ja. Oh, jetzt lang. Wie schnell fahren wir? Über 200 km/h fahren wir mit unserem Boot. Ah, schönes Ding. Ach, wir haben es geschafft. Du hast den Job. Gehen wir irgendwo hin, wo wir weiter planen können. Das ist ja ein richtig geiles Boot. So, wo sind meine Belohnungen? Oh, hier dieses Bubbeln. Willkommen zur Pro-Racing-Familie. Aha, alles klar. Ich bin so ein Pro-Racer. Das war gar nicht schlecht. Ich freue mich schon darauf, dich im Team zu haben. Ein paar Kleinigkeiten musst du noch verbessern, aber das wird schon. Ja, ja. Ich bring dir alles Wichtige bei. Die Arbeit wird hart, aber die Ergebnisse siehst du auf der Straße, auf den Wellen und in der Luft. So, das ist The Pit. Hier bereiten sich die Pro-Racer vor. Mhm, Brad, ne? Ab jetzt darfst du auch hier sein. Glückwunsch. Das ist Clarence Bishop. Der Dritte. Aha. Er ist der amtierende Champ. Reinster Rennadel. Sein Vater und Großvater waren auch Champions. Was sein arrogantes Auftreten erklärt. Wenn du gewinnst, wird er darüber nicht glücklich sein. Clarence ist oldschool. Er findet, nichts sollte sich ändern. Viele sehen das allerdings anders. Ich glaube, wir brauchen hier ein Gleichgewicht. Geil. Aber mach dir doch selbst ein Bild. Nur falls du dich wunderst, im Shop wartet ein Powerboot mit deinem Namen auf dich. Danke, geil. Ist verdient. Und du wirst es brauchen. Den Rest davon kannst du später kaufen. Oh, was ist das? Ferrari? Noch nicht. Du musst zuerst ein paar Mal in den Kreis der Gewinner gelangen. Alter, kann man hier echt hier solche Dingsautos fahren? Dam, bam, badam. Gut. Alles klarchen. Also. Cool. Und hier kann ich mir alles angucken, oder was? Ey, Großmutter, das ist hier echt eine schöne Gegend hier. Muss ich ja sagen, ey, es ist echt nicht schlecht. Und warum kann ich den jetzt nicht nehmen? Würde ich auch gerne fahren hier. Den Wagen hier. Freunde, gib mir mal den Ferrari hier. Den. Ja, der Ferrari war natürlich der Beste. Gut, alles klar. Ich bin jetzt Pro Racer. Und ich würde sagen. Hallo, Freunde. Gratis. So, ich schau mal an, was es für Boote gibt. Also, das ist jetzt mein Boot, ja. Das sieht ja aus. Das ist gratis. Ja, dann haben wir hier. Der sieht auch nicht schlecht aus, ne? 45.000, das? Obwohl das, was ich jetzt als erstes gefahren bin, dieses Boot hier, Jaguar, bum, bum, geil. Gut, alles klar, nehmen wir. Wir schauen mal, was für Lackierungen wir haben. Das sind die Lackierungen hier unten. Kann ich hier noch irgendwas ändern an den Lackierungen? Interface ausblenden? Aha. Rot. Ich würde sagen, wir machen es weiß, ne? Viel konnte ich jetzt nicht ändern. Naja. Okay. Was? Wie viele Events gibt's denn jetzt? Falls du es noch nicht bemerkt hast, jetzt können wir Videos über die Live-App bearbeiten.
Öffne einfach die Karte und du findest alle nötigen Tools. Wenn du die Babys postest, bringt uns das jede Menge Follower. Yes, Sir. Machen wir. Okay, wir schauen mal. Was ist das hier? Pro. Ich bin ein Pro-Racer, ne? Also ein richtiger Pro-Racer-Hauptquartier. Hier jetzt die Flugzeuge, das machen wir dann auch nochmal. Und jetzt machen wir nochmal schnell eine Tour hier. Uiuiuiui. Normal, wie gehe ich denn eigentlich auf schwer jetzt hier? Hier tue ich jetzt nur das Cockpit ändern. Nee, ich will nicht so fahren. Ich weiß, normalerweise sage ich sowas nicht, aber bist du dir mit dem Rennen sicher? Und ich sage normalerweise nicht, dass du dir zu viele Sorgen machst. Aber diesmal schon. Alles ist bereit. Bis zum Rennen in Vegas zeigen wir unser Können an neuen Schauplätzen. Und hoffen, der große Sprung bedeutet große Zahlen. Das ist die Idee. Eine ja. solche Location ist ein großes Risiko. Aber wir müssen es eingehen. Eins ändert sich jedoch nie. Guter alter Rennsport gewinnt immer. Alles klar. Und ich finde es gar nicht so schlimm, dass wir hier mit Boot rumfahren. Los geht's. Eieieiei, das hat ja Auswirkungen hier, wenn welche vor mir fahren. Also ich mag das Spiel, muss ich ehrlich sagen. Mir macht das Spaß. Kann man bestimmt selber auch wieder Rennen bauen. Wir kommen langsam ran. Ui. So, 48% haben wir. Warte mal, wo wollen die langfahren? Alter! Ganz schön übertrieben, oder? Dana, hau ab! Was hast du davon? Da habe ich mich ganz schön vertan, ey. Da sind sie wieder vorbei, ihr Hunde. Da vorne ist das Ziel. Ach, verdammt. Bin ich doch gar nicht Erster geworden. Ja. Ah ja. Fünfter. Aber ist schon cool, ey. So, 2700 habe ich gekriegt. Ich bin sowieso erstmal hier maximal an Level. Wo ist meine Überraschung hier? Wo ist mein Credit hier? Kriege ich das hier nicht? Hi, ich habe ein bisschen gebastelt. Jetzt kannst du schnell zwischen zwei beliebigen Fahrzeugtypen wechseln. Wer ist dein bester Mann? Ich. Ich natürlich, klar. Machen das. Wasserdrift. Rekord. Machen das. Das immer so rummachen. Keine Ahnung, wie das richtig geht. Handbremse gibt es ja hier nicht.
So, ja, ich würde sagen, dass wir hier an dieser Stelle einfach mal Feierabend machen. Ist schon echt nicht schlecht, ne? Also da werde ich bestimmt eine ganze Menge Spaß haben. Hier so driften. Einfach nur so drehen oder was? Ohne Gas zu geben. Oder so. Auf Grund gehen. So, ich würde sagen, dass wir hier an dieser Stelle einfach mal Feierabend machen. Hoffentlich hat es euch gefallen und beim nächsten Mal werden wir hier noch ein bisschen weiter mit dem Bullchen loslegen. Und ja, mit den Worten, haut rein. Bye, bye.